So, weiter geht's. Das letzte Runde war es knapp. Wir kommen zurück zu Control. In der letzten Folge habe ich wieder aufs Maul bekommen von denen. Und jetzt müssen wir hier leider wieder fighten, so wie es aussieht. Denn ich habe nicht geschafft, da weiterzukommen. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal die Waffe wechseln, weil das gefällt mir überhaupt nicht, was ich hier habe. Denn das Ding hier, der Lader, ist irgendwie nicht so geil. Ich werde mal wieder auf den Griff gehen. So. Das gefällt mir dann schon eher. Was haben wir hier alles für einen Schrott noch? Das kann weg. Das kann auch weg. Energiekosten bei der Flucht ist auch irgendwie ziemlich Dreck. Mehr Energie ist auch Dreck. Energieregeneration Geschwindigkeit. Oh. So. Dann wollen wir mal. Fight again. Was sie aushalten. Gut, Jesse, rüber da. Zack. Schnell hoch hier. Und dann irgendwie diesen Fighter überleben. P6-Zelle, diese mega krassen Viecher, die da auf mich zukommen, vor allem auch die unsichtbar, da kommen halt ja wirklich alles auf mich zu. Ich hin soll, ist halt auch noch so eine Frage, aber gar nicht, ob da irgendwas ist. Ehrlich gesagt. Wo ist der andere? Hab ich den mitgekillt? Jetzt kommen die anderen. Scharfschützen muss ich erstmal ausschalten. Dicke kommt. Dann leg sie runter.
Ah! Fucking hell! Der Kerl. Scheiße Sackgasse. Bisschen in Bewegung bleiben bitte. Nein! Fucking hell ist das schwer, ey. Die Fucker, unsichtbare Fucker, die bringen mich halt ständig. Die stehen halt irgendwo doof rum und müssen dann sichtbar werden. Ich krieg das Schild halt nicht schnell genug nach oben, wenn ich dann schieße. Ich weiß nicht, ob ich auch schießen kann, wenn ich dann halt das Schild um habe. Aber ich denke, ich lasse das mal da an der Stelle. Da komme ich jetzt echt nicht weiter. Ich mache auch viel zu wenig Schaden, habe ich das Gefühl. Das ist schon krass da. Und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wo hier im Panoptikon das Ding sein soll. Jetzt ohne Witz. Also ich denke, ich lasse das einfach mal und mache eine andere Mission. Weil das ist mir jetzt echt ein bisschen zu nervenaufreibend, die ganze Scheiße hier. Was haben wir denn noch hier so? Alte Freunde will ich auch lassen. Ich guck mal nach der alten Wucherung. Untersuche den Schutzraum. Das können wir beides machen. Das ist ziemlich gut. Gehen wir mal zu Dr. Underhill. Das ist mir jetzt echt ein bisschen zu stressig hier. Ständig und immer wieder hier dieselbe Kacke zu machen. Wir brauchen ein bisschen Abwechslung. Dr. Underhill, da müssen wir zur Parapsychologie. Machen wir das jetzt erstmal. Schade, ey. Kriegt die ja Unsichtbaren halt nicht in den Griff. Die muss ich halt irgendwie unter Kontrolle bekommen. Die Viecher, aber die sind echt schon so ein bisschen. Einer von denen hat mich schon gereicht. Ich glaube, es sind diesmal tatsächlich zwei. Die man da bekämpfen muss. Auf zu Dr. Underhill. Eigentlich kann ich auch einen da runterschweben, fällt mir so. Ich mir nicht sparen können. Nur nach oben kann ich halt nicht. Wir wollen ja mal wieder ein bisschen was anderes erleben hier, sondern die scheiß Viecher da zu bekämpfen. Der Dicke, der stirbt halt gefühlt nicht. Der stirbt echt nach 5000 Munitionen, die ich hier in der reinballere, stirbt er einfach nicht. Wir wollen dich nicht retten müssen. Ich mein's ernst. Ich habe die Proben fertig synthetisiert. Nehmen Sie diese Pille und suchen Sie dann die Quelle des Fungus. Nur so können wir rausfinden, wie er zu stoppen ist. Sie versprechen, dass ich kein wandelnder Riesenfungus werde? Die Pille verhindert eine Infektion durch den Fungus. Eine mysteriöse Pille schlucken, weil eine unhöfliche Frau im Schutzanzug es sagt. Ja, super Idee, Jesse. Was haben Sie erwartet? Ein Gaumenschmaus? Nicht der Geschmack, der Geruch. Es stinkt hier. Gut, die Pille funktioniert also. Je mehr es stinkt, desto sicherer sind Sie. Gehen Sie, finden Sie die Quelle. Danke für die Information. Gern geschehen. Das kennen wir auch schon alles. Das Licht hier drin könnte besser sein. Ich sollte noch eine Leuchtstoffröhre. So, das ist schon mal erledigt.
Was brauchen wir noch? Missionstechnisch untersuche die Grube. Das können wir als nächstes nochmal machen. Oder wollen wir den Schutzraum machen? Ich glaube, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir die Grube gleich mal untersuchen. Doof ist nur, dass ich halt gegen die scheiß PCs dann wieder antreten muss. Oder nein, wir machen zuerst und den Anker zuerst, weil es dann nochmal ein Bosskampf ist. Machen zuerst den Anker. Suche den Schutzraum. Dieser Raum mit diesen 1000 Gegnern, der verwirrt mich auch ein bisschen, weil die Gegner halt auch echt nicht sterben. Aber ich wüsste auch nicht, was da sein soll, weil da ist halt auch nichts. Oh, hi. Holy shit. Ja, genau. Mal sehen, was wir hier machen. Das ist schon richtig. Mehr Reisen. Wo war das? Hier. Im Grenzbereich. Also wenn das Gebiet markiert ist, dann muss ja schon im Panoptikon eins von diesen Dingern sein. Aber wo? Viele Möglichkeiten gibt es halt ja nicht, wo das sein kann. Gut, ich schau mal, wo ich hin muss. Ich muss da lang. Das ist Shelter. Was ich auch schon beim letzten Mal gemacht habe. Das ist der Schutzraum, den Wells mir gezeigt hat. Der mit dem Anker drin. Ich muss den Schild wohl härter treffen. Toll, noch mehr Uhren. Boah, das war knapp. Na dann, auf sie mit Gebrüll, würde ich sagen. Was zur Hölle ist das? Es macht noch mehr Ohren. Da wieder durch.
Autsch. Jetzt geht's schneller. Kein Wunder, dass die Ranger solche Probleme damit hatten. So, fertig. Mit den Nerven. Nein, ich habe wieder genau denselben Fehler gemacht wie beim letzten Mal. Da war ich nämlich auch an der Stelle und dann wollte ich rüberspringen, hab Doppelsprung machen wollen und dann... Fuck, ey. Na gut, Leute, ich würde mal sagen, ich mache mal den Cut. Den Anker haben wir jetzt auch. Den haben wir auch in einer der Folgen schon erledigt gehabt. Nutzen wir das, weil wir nochmal die Fähigkeitenpunkte hier mitnehmen. Mehr schieben. 10% mehr spielen. Brauchen wir 2, brauchen wir überall 2 Punkte. Gibt es also nichts mehr mit einem. Da fehlt auf jeden Fall noch ein Talentbaum. Gucken, was da jetzt noch so kommt. Bei der Astralwerkstatt werde ich mal den Dreh können wir jetzt verbessern. Schmettern können wir auch aufwerten. Dann machen wir das mal. Dreh können wir auch aufwerten. Ist das hier mit 2 zusätzlichen Modifikationen? Sehe ich das richtig? Dann machen wir das vielleicht mal noch, ja. Tatsache. Nee, die hat. Der Griff wirft mir wieder zurück auf Dreh. Was hat der? Der hat irgendwie mehr Feuerrate. Was kann man denen denn noch geben? Das ist ziemlicher Dreck. Genauigkeit ist eigentlich nett. Nachladegeschwindigkeit, Munition pro Schuss. Feuerrate 28. Tausche ich das mal aus, klingt das. Munition pro Schuss, Kopfschussschaden, Feuerrate. Chance Munitionszurückgewinnung ist nicht so geil, ehrlich gesagt. Genauigkeit. Bei dem Ding haben wir 15% mehr Damage. Rückstoß ist ehrlich gesagt nicht so. Geschossstreuung minus 11% Rückstoß. Finde ich sehr. Nachladegeschwindigkeit, Munition pro Schuss. Kopfschussschaden ist schwierig zu meistern. Rückstoß. Rückstoß. Ja, dann machen wir das hier, oder? Quatsch. Das ist auch Quatsch. Puh.
Gut, dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Control und wir schauen dann mal, ja, was ich da mache. Tschüss.